Denn die Spalter, die Schreier, die Hetzer sind nicht die Mehrzahl in unserem Land. Wir sind die Mehrzahl in unserem Land, damit das feststeht. Auch wenn sie laut und aggressiv daherkommen, provozieren und vermeintlich einfache Lösungen für schwierige Fragen anbieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen heute klar, Spaltung ist keine Lösung. Die Würde des Menschen ist unteilbar. Wer die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern will, der darf niemanden herabwürdigen, weder durch Worte noch durch Taten. Deshalb sind alle Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht, deutlich zu machen, dass sie mit Hetze und Spaltung nichts zu tun haben. Dazu gehört es, Stopp zu sagen, laut und unmissverständlich. Und wir als Gewerkschaften machen das in den Betrieben und Verwaltungen immer deutlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Widerspruch besteht immer noch zwischen Kapital und Arbeit und nicht zwischen Inländern und Ausländern, nicht zwischen Glaubensrichtungen, nicht zwischen Geschlechtern, nicht zwischen Stadt und Land und vor allem nicht zwischen Ost und West, damit das auch klar ist. Ich sage es hier ganz deutlich. Die Menschen, die aus Not, aus Angst vor dem Tod und auf der Suche nach Sicherheit und einer lebenswerten Zukunft für sich und ihre Familien flüchten, sind nicht dafür verantwortlich, dass wir hierzulande keine fairen Löhne, keine auskömmlichen Renten, keine sicheren Arbeitsplätze und keine soziale Sicherheit haben. Sie sind nicht dafür verantwortlich. Wohnungsnot, fehlende Kita-Plätze, unsichere Arbeitsplätze, niedrige Renten, geschlossene Schwimmbäder und marode Schulen auf der einen Seite und Vermögenskonzentration, Steuererleichterungen für Reichende und Vermögende, die Ausweitung der prekären Beschäftigten per Gesetz auf der anderen Seite. Das alles war vor 2015 schon da und nicht erst seit 2015. Kapiert das endlich in der Politik! Und das geht auch nicht weg, wenn die Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das geht auch nicht weg, wenn Nationalismus, Chauvinismus und Menschenfeindlichkeit die öffentliche Diskussion bestimmen. Hass und Gewalt schaffen keine soziale Gerechtigkeit. Wer den Unmut und die Enttäuschung vieler Menschen dazu benutzt, einen Keil zwischen die Menschen zu treiben, mit dem ist kein Staat zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und diese Probleme brauchen eine andere Politik. In Europa, im Bund, in den Ländern und vor allem in den Kommunen. Eine Politik für die Menschen und nicht gegen die Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Gewerkschaften sagen wir, die Würde des Menschen bedeutet mehr als Profite für Konzerne. Dies ist keine Sozialromantik, das ist das Leitbild, nach dem wir unsere Gesellschaft gestalten wollen. Das ist der unabdingbare Anspruch, den alle Menschen haben. Gleich. Deshalb streiten wir als Gewerkschaften für eine solidarische Gesellschaft, in der der Reichtum gerecht verteilt wird, gute Bildung, Pflege und Gesundheitsversorgung in der Stadt und auf dem Land für alle da ist und vor allem es bezahlbaren Wohnraum gibt. Für die, die hier sind, für die, die hierher gekommen sind und für die, die auch noch zu uns kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb muss Reichtum umverteilt werden. Deshalb brauchen wir eine soziale Gesellschaft. Dafür, für soziale Gerechtigkeit streiten die Gewerkschaften. Wir sind unteilbar. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Glück auf! Danke, Stefan, für dein Grußwort der deutschen Gewerkschaften von 6 Millionen organisierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für unteilbar. Und jetzt bitten wir die Kollegen,